Sie hören eine Kostprobe des Sales Up Call, dem Weckruf für Ihren Vertrieb. Herzlich willkommen zu einem neuen Sales Up Call, diesmal mit dem Titel Ziele sind Quatsch. Und da freue ich mich ganz besonders drauf, weil Dr. Med. Stefan Friedrich, also der ist richtig Doktor, ist hier bei mir in der Sendung. Die meisten von Ihnen kennen ihn natürlich als den Initiator von Gedankentanken oder heute Greater. Stefan, du bist wirklich der Motivator. Du hast damals gestartet, kann ich mich erinnern, noch mit Rauchentwöhnung in dieser Branche, aber auf einer vernünftigen Grundlage. Du bist wirklich Doktor, Hirndoktor, ne? Psychiater, Psychologe, kennst dich mit dem Kopf aus, hast dich dann aber entschieden, doch lieber den Kopf von gesunden Menschen zu bearbeiten. Als Autor, wir sprechen gleich über dein neues Buch, als Unternehmer und als preisgekrönter Referent in der Hall of Fame bei der German Speakers Association. Ich freue mich total, dass du dir die Zeit genommen hast, hier eine Stunde mit mir über dein neues Buch zu quatschen. Herzlich willkommen, Dr. Stefan Friedrich. Lieber Stefan, vielen Dank. Und ich muss eines gleich sagen, Thema Nichtrauchen mache ich immer noch. Wir sind gerade dabei, eine digitale Gesundheitsanwendung zu entwickeln. Die heißt dann irgendwie Nichtraucher werden mit mir, ja, Stefan Friedrich. Und die kann man dann hoffentlich sehr bald bei der Krankenkasse auf Rezept, beim Arzt auf Kassenrezept holen. Also das Thema ist immer noch aktuell. Das finde ich stark, ist für mich nichts mehr, weil ich habe das schon hinter mir. Wir beide waren ja, glaube ich, auch mal ganz starke Raucher, was uns dann mit dazu motiviert hat, dann doch irgendwann mal damit aufzuhören. Aber heute haben wir was anderes vor, nämlich wir wollen über Quatsch reden. Also wir wollen reden über den Quatsch, den sich viele ja antun lassen, weil sie denken, sie bräuchten sowas wie Ziele. Und da hast du ein Buch geschrieben, das finde ich gut, weil es ist provokant und ich würde mit dir gerne über die einzelnen Thesen sprechen. Warum sind Ziele jetzt Quatsch? Erzähl mal. Also mir ist dieses Buch oder also die Idee zu dieser Herangehensweise ist mir vor ungefähr 10 Jahren gekommen. Seitdem habe ich auf diesem Buch rumgedacht. Geschichte damals, ich war bei einem Seminar bei Ärzten, habe Motivationsseminar gehalten, 20 Teilnehmer, 19 motiviert, einer hatte keinen Bock. Und irgendwann begann der zu stören im Seminar und ich habe gefragt, hey, was machst du hier eigentlich? Geh doch, du bist ein erwachsener Mensch, ich will dich nicht hier halten. Ja, und sagt er, geht aber nicht. Heute ist der einzige Tag in seinem stressigen Arbeitsleben in der Uniklinik, wo er Zeit hat und er braucht unbedingt die Fortbildungspunkte. Und dann fing er an zu jammern, wie schlimm seine Arbeit da in der Uniklinik ist. Und da fragte ich ihn, warum er denn noch in der Uni dann bliebe, wenn das denn so schlimm ist. Er könne doch jederzeit gehen. Was denn sein Ziel sei? Da sagt er, na klar, man muss doch Professor werden. Und dann sage ich, Junge, du bist Mitte 40, ist schon ein bisschen alt für einen Professor. Dann wurde der so ein bisschen pieksig und hat da keine Chance. Dann fragte ich ihn, was er denn tun müsste, um Professor zu werden, sagt er. Natürlich forschen und Studenten anleiten und Kongresse und sowas. Was er da stattdessen tut, sagt er, Klinik und OP und blablabla. Und frage ich, warum forscht er dann nicht? Und dann brach das richtig aus dem raus. Er hasst die Uni, er findet Studenten scheiße. Es geht ihm diese ganze Wissenschaft auf die Nerven. Und dann sage ich, fällt dir auf, dass dein Ziel und das, was aus dir rauskommt, in unterschiedliche Richtungen liegt? Dann sagt er, so, ja. Dann habe ich ihn gefragt, ja, warum er denn dann Professor werden wolle, wenn es so schlimm ist? Dann sagt er, ist doch klar, warum er Professor werden will. Damit er endlich aus der scheiß Uni raus kann, dass er endlich seinen Titel hat, damit er endlich eine Privatpraxis aufmachen kann, damit er endlich anständig Geld verdient, damit er endlich weniger arbeiten muss. Und ich dachte mir, was für eine arme Situation. Und seitdem ist mir klar geworden, dass die Geschichte hat mich total beeindruckt, dass sehr viele Leute so durchs Leben laufen. Also, dass sie etwas machen, um etwas zu erreichen, was sie aber nur sozusagen als Zwischenschritt irgendwie sich denken, um dahinter ein ganz anderes Motiv zu bedienen. Während so der typische, glückliche, erfolgreiche, authentische, kongruente Mensch das irgendwie anders macht. Der macht Dinge, weil er sie von sich aus liebt und gerne tut. Und der Antrieb ist von innen heraus. Und entlang dieses Weges erreichst du dann auch organisch Ziele, ohne dass du den Eindruck hast, du musst irgendwie arbeiten und kämpfen und dich abmühen und halte durch und ja, sei hart und ja, nur die Harten kommen in Garten. Also dieser ganze Quatschspruch und ich muss heute so und so viele Calls machen. Das ist ja schön, wenn du so und so viele Calls machen musst als Verkäufer. Wenn du es halt gerne tust, ist super. Wenn du es nicht gerne tust, dann kannst du dich noch mit so vielen Zielen und Visualisierungen und so was versuchen hochzupäppeln. Es wird langfristig, wird es dich aushöhlen und wird daneben gehen. Wenn Ihnen das gefallen hat, können Sie die komplette Ausgabe herunterladen.
unter www.salesupcall.de.